Der neue Fallout 4 DLC Far Harbor schickt uns auf eine von radioaktivem Nebel verschleierte Insel, die sich schnell als wahres Pulverfass entpuppt. Die Bewohner des namensgebenden Küstenstädtchens kämpfen dort nämlich gegen mutierte Monster, die regelmäßig in Scharen angreifen. Zudem liegen sie mit den Kindern des Atoms im Clinch, die sich nach der ultimativen Erlösung per Kernspaltung sehnen. Dann sind da noch die Synths, die auf der Insel nach Ruhe und Frieden suchen und, naja, dafür auch bereit sind, notfalls Opfer zu bringen. Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wir als Spieler sind dabei mittendrin und bestimmen durch unser Handeln die Schicksale aller drei Gruppierungen auf der Insel. Dabei haben wir reichlich Handlungsfreiheit und bestimmen in vielen Situationen selbst, ob wir uns auf Diplomatie oder Waffengewalt verlassen möchten. Wer am Ende lebt oder stirbt, liegt ganz bei uns. Wer will, macht sich bestenfalls ein bisschen die Finger schmutzig, aber man kann sich auch einen Pfad der Zerstörung bahnen. Die Kinder des Atoms haben beide das Recht, auf der Insel zu sein. Die Story zieht uns dabei sofort in ihren Bann, nicht nur weil sie super geschrieben ist, sondern auch weil die deutschen Sprecher sie gut rüberbringen. Haben wir uns nicht schon für eine Seite entschieden? Die Nebelkondensatoren zu bauen, war nicht gerade ein Beweis unserer Neutralität. Die Insel sieht mit ihrem gespenstischen Nebel dann auch noch klasse aus und erzeugt eine packende Gruselatmosphäre. Durch den dichten Nebel sieht man oft kaum die Hand vor Augen und weiß daher nie genau, von wo man als nächstes angegriffen wird. Das sorgt insbesondere auf höheren Schwierigkeitsgraden für Spannung. Far Harbor richtet sich allerdings dann auch vor allem an erfahrene Spieler, die mit der Hauptstory des Spiels bereits fertig sind. Neben der neuen Hauptgeschichte und diversen Nebenmissionen für bis zu 20 Stunden Spielzeit lockt die neue Landmasse mit einigen spannenden Entdeckungen. Neue Ausrüstung wie das Harpunengewehr passt prima ins Bild und macht richtig Laune. Es wartet auch ein neuer Begleiter auf uns und für den Mitstreiter Nick gibt's etwas mehr Story. Außerdem warten 4 neue Siedlungen auf uns, für deren Verteidigung wir ab sofort auch 4-Beiner wie Wölfe und Mutantenhunde kaufen können. Neu im DLC sind auch diese Sektionen, in denen wir Codeblöcke platzieren und Energiestrahlen umlenken müssen, um an wichtige Daten zu gelangen. Das ist stellenweise echt knifflig und erfordert vor allem Grips und keine rohe Gewalt. Dumm nur, dass diese Stellen ausschließlich über die fummelige Baummenüsteuerung bedient werden. Und gleich 5 solcher Level am Stück sind dann auch ein bisschen mehr, als uns lieb gewesen wäre. Wer mit Fallout 4 bisher nichts anfangen konnte, ja gut, der kommt auch mit Far Harbor sicherlich jetzt nicht auf den Geschmack. Aber wer sehnsüchtig auf neue Inhalte und mehr Story gewartet hat, der bekommt hier einige der besten Quests, die es bisher im Spiel gegeben hat. Und die neblige, neue Landschaft bietet eine schöne, schauerliche Abwechslung vom zerbombten Boston.